mein grösster Fail ist über mein Handy. Es war 5 Tage alt. 5 Tage, bevor ich aus der 6. Klasse bekam. Dann haben wir gesagt, ja, 6. Klasse fertig. Wir kommen alle zusammen in den Brunnen rein. Ich habe vergessen, das Handy aus der Hosentasche zu tun. Letzten Showtag, richtig happy gewesen. Ich komme in den Brunnen rein, merke, das Handy in der Hosentasche. Direkt schnell kaputt in 5 Tagen. Blöd gewesen. Dann hatte ich bis zur 8. Klasse kein Handy gehabt und habe nachher in der 8. Klasse mein eigenes Handy sozusagen selber müssen kaufen. Es ist versichert, mein Ross. Ja, einfach für verschiedene Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau, für was alles. Aber ja, ich glaube, gestohlen auch nicht. Also würde ich erst mal mit dem Hof schauen, wer das gewesen sein könnte. Und er halt mich mal melden. Ich weiß gar nicht bei wem, aber mal bekannt machen, dass das halt weg ist. Also, ehrlich auch nur so ein ganz altes. Und darum würde ich einfach, also es würde eigentlich nicht lange dauern, die Prepaid-Karte wechseln, also das Neues auch einfach kaufen und dann wäre das wieder gut. Ich weiß nicht genau, was wir gemacht haben, aber mein Kollege hat mir einfach, glaube das Handy genommen, aus mir dann zugeschossen und ich habe es nicht gefangen. Und dann ist es, ich kann es euch zeigen, hier der Bildschirm kaputt gegangen und ja, es hat auch mega viel Spaut. Also, letztes Jahr war ich in Südafrika und dort habe ich gedacht, kann ich gemütlich surfen. Ich hatte ein Nadel dabei mit der Kreditkarte drin und einem wasserdichten Täschchen. Ich habe hier einen kennengelernt am Strand und das ist ein bisschen später geworden. Und in unserem 300-metrigen Heimweg sind wir dann ausgeraubt worden und leider alles weg. Also ich bin eigentlich dieser Sache nicht nachgegangen, weil eine Kreditkarte ist eigentlich auf keinen Namen ausgestellt war, weil die so eine Prepaid-Kreditkarte ist und die nicht wirklich auf deinen Namen kannst dazu schreiben. Und darum ist das ganze Geld einfach verloren gegangen.